Nein, oh Gott! Ich bin's. Ja, was ist das denn für eine Scheiße? Du bist in so einer Dimension, ne? Weil du auf so eine Ameise gedrückt hast. Ja! Und die verblödete Ameise war einfach auf dem Ofen. Wie gemein ist das denn? Und gerade noch in die Braune, da leckt es wie die Sau. Ach, Scheiße, ey. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zu einer wunderbaren neuen Runde Horrorspawn mit dem Rubik's Stick Lückenfüller. Hoi. Jo, kam jetzt eine Woche nichts, tut uns sehr leid, wir können sich an das ändern, das ist wäre, aber wir haben viel zu tun. Arbeit. Nein. Jo, in dieser Folge dachte ich mir, ich gehe da mal ein bisschen Sand farmen und dann mache ich mal die Bude jetzt hier zumindest ein paar Gläser rein und vielleicht können wir auch den Boden, aber das wäre ein bisschen zu langweilig. Ich habe natürlich mal wieder so ein Random Dungeon vorbereitet, das machen wir jetzt, denke ich, mal als erstes, damit ihr auch alle dran bleibt. Und danach, ja, gehe ich ein bisschen Sand farmen. Ich helfe dir dann, weil ich nett bin. Nee, bitte helf mir nicht. Wo macht man den jetzt? Also im Wald ist doof? Wenn jetzt da hinten ist dieses Bienending von letzten Mal, das ist immer noch nicht ganz. Ja, ja. Nee, aber das ist ja... Weiter, was wir auch machen könnten? Wir könnten in eine andere Dimension und mal gucken, was da passiert, wenn wir da ein random Dungeon machen. Ja, mir ist es eigentlich... egal. Mensch, Junge, du kannst auch ein paar Vorschläge mit einbringen. Das gibt doch gar nicht, unkreativer Typ. Der Baum hier droppt einfach so viele Äpfel. Ja, das ist auch ein großer Baum. Ne? Große Bäume droppen viele Äpfel. Große Bäume? Bei mir läuft. wir könnten ja nicht in die... Na gut, ich würde da überleben. Wir du können doch den Dungeon auch machen in der Höhle. Ja, ich weiß nicht, ob das klappt. Vielleicht dazu nicht. Komm mal mit zu mir. Wir gehen jetzt einfach mal dahinter, weil da ist eh noch nichts. Und da ist auch, glaube ich, eine große Fläche, wo wir das machen können. Oh Gott, ich habe nicht mehr Essen. Hier, dreh dich um. Mann. Richtung großen Baum. Ei. Ich kann dir 42 Karotten geben. Yeah. Hier sieht's ganz gut aus. Wow. Ja, wir haben auch vielleicht mal überlegt, also müssen es nicht ich und Pascal, aber ich habe mir mit Brösel mal überlegt, dass wir auch mal was zu dritt machen irgendwann. Jo. Und ja, kann ja das jetzt. Geh da weg! Geh weg! What? Nein, diese Dinger. Oh, ich hasse sie so. Scheiße. Ich hasse sie so. Ich hasse sie so. Was ist das für. Was? Was ist das für ein abgefuckter Drecksbrat? Yeah, bringt's was sind das für Viecher? Das sind Drecksbrat. Die sind richtig mies, die sind richtig mies. Die sind zwar klein und machen nicht viel Schaden, aber es sind halt viele. Nervt nicht, bitte. Wir müssen so schnell wie möglich die Spawner abbauen. Ja, ich bin schon dabei. Ist nur noch einer. So, fertig. Was war das denn für ein so einen beschissenen Dungeon habe ich noch nie gesehen, ey. Hinter dir ist noch so ein Vieh. Mach dich weg. Alter. Könnten ja auch mal wieder dann Haki machen. Guck, was drin ist. Knochen und Fisch. Yeah. Das ist cool. Ja, wir können auch mal wieder ein Haki hochladen. Da ist dann mehr los. Und zu dritt können wir dann naja, auch recht gut was starten, denke ich mal, ne? Recht gut eigentlich. So, und jetzt müssen wir gucken, dass ich habe nicht meine Schaufel, Alter, das gibt's doch gar nicht. Hier muss eigentlich vielleicht eine drin sein. Wie weit bist du eigentlich schon? Mit was? Führerschein. Ich habe jetzt erstmal Pause, weil der Führerscheinantrag 4 Wochen dauert. Echt? Deswegen mache ich keine Fahrstunden, weil ich sonst fertig... Ich habe zum Glück abgegeben. Ja, du hast es schlau gemacht, du hast es am Anfang gemacht. Aber du hast Sehtest und Erste Hilfe alles schon gemacht? Ja, ja. Cool. Achso, ich wollte... Oh mein Gott. Ja, bei mir dauert es halt einen Monat, Alter. Hast du auch in Katzung da abgegeben? Ja, ja. Die brauchen so lang. Ja, das sind Beamte. Was sollen wir machen? Vor allem, ich frage mich, was machen die den ganzen Tag? Das kann doch nicht der einzige Beruf sein, dass die da hocken und dann nur bis 12.30 Uhr arbeiten. Kein Plan. Das ist ja heftig, Mann. Also Beamte, naja. So ist das halt, ne?
Jetzt brauche ich Material für eine Schaufel. Was haben wir denn da? Red Ant Trollbock. Nein, das denke ich nicht. Hä? Ach, Diamant passt doch. Wie geht denn eine Schaufel? Dabei nur einen. Was machst du gerade? Ich baue Sand. Achso, du hast schon eine Schaufel. Ich muss ja produktiv sein. Ja, na klar. Oh, das müssen wir da noch braten. Beziehungsweise verarbeiten halt. Das dauert ja nochmal eine halbe Stunde, ey. Wo baust du denn ab? Da hinten bei diesem kleinen See? Jo. Du hast ein Zweitbaumhaus. Ah, da könnte ich mich auch nochmal drum kümmern. Ich habe ja gesagt, in jeder Folge mache ich ein bisschen was davon. Mal gucken, was man da machen könnte. Ich finde, das ist mir gut gelungen. Das sieht schön aus. Das da unten übrigens ist Passi, sieht man nicht. Passis super Gangsterhaus, was er gebaut hat, während der Server noch on war und ich vergessen habe, ihn auszumachen. Das heißt offscreen. Du Penner. Ich habe ja nicht viel gemacht. Hm. Holz, Erde, Stein. Erde. Schön, ich habe keine Kohle. Hier gibt's aber auch wenig Sandquellen, das gibt's doch gar nicht. Also dein Mikro wird von Tag zu Tag schlechter, Mann. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist wie, als würdest du die ganze Zeit an dem Ding irgendwie rumfummeln und irgendwelche Geräusche machen. Hört sich das an. Aber wenn du dann noch öfter mitmachst in Zukunft, dann musst du schon besser was zulegen. So, für schon 1000 Euro, ne? muss schon sein. Locker. Wieso hat denn die Schaufel Behutsamkeit? Was für ein Ding? Nicht die Schaufel, sondern eine Spitzhacke. Was ist das? Was bringt das? Ja, dass man zum Beispiel eine Kohle abbaust, kriegst du den Block und nicht Kohle. Ist ja unnötig. Naja, solche langweiligen Dinge gibt es halt nun mal auch in Minecraft, ne? Die gehören halt dazu. Sonst wären wir nie fertig in unserem Haus. Das ist der 27. Part und wir haben immer noch gerne Haus. Das habe ich noch nie geschafft. Also gut, kein gescheites. Da haben wir schon gut was aufgebaut. Sieht schon eigentlich nicht schlecht aus. Kleine Festung, aber... Ich meine, das ist alles ja nur so halb fertig. Sieht ja auch nicht schön aus. Das ist so geil, dass man Creeper mit einem Schlag töten kann. Du kennst doch den DJ von Novo Events, oder? Also bestimmt, also... Aber du kennst ja Novo Events, ne? Ja. Und die haben ja immer einen DJ, der fast immer überall auflegt, ne? Ich mache heute eine Party bei mir, ne? Hm. Da kommt der einfach. Echt? Ja, ich habe den DJ von den Nürnberger 16er Party Discos einfach zu mir eingeladen. Ich habe den seine Nummer mit dem schon geschrieben, hat gesagt, ja, so gegen 10 Uhr wird er kommen. Richtig geil, ne? Ja, willst du auch mal vorbeigucken? Kannst du auch machen, wenn du willst. Ja, von mir aus. Also, ich weiß nicht, ob ich kann, weil ich schaue ja das Spiel, aber von mir aus. Na ja, gut, bei uns schauen wir dann das deutsche Pokalfinale. Ja, wo es abends, keine Ahnung, gegen 10 oder so, kannst du mal runterkommen. So, ich habe jetzt 64 und 49, das müsste eigentlich reichen. Ich habe schon zwei Stacks bei dir in die Öfen. Okay, gut. Öfen bricht morgen mal mehr. So. Oh shit. Alter, was macht denn die Alte hier? Verpiss dich. Was für Geräusche? Ah. Wie kann die nicht? Hä? Ach so, stimmt. Man kann ja keine Menschen mit Ultimate Sachen töten. Verpiss dich. Ah. Oh nice. Ich habe eine. Wie lange dauert das mit der Spitzhacke? Was hast du? Pink. Tormaline Legging. Weil ich habe gerade noch den Bienenspawn gekillt. Ach, den Bienenspawner? Ja. Da bist du echt hingegangen. Und hast überlebt. Ja. Bist du krass. So, können wir schon mal anfangen hier. Yeah. Dann kommt zumindest keine Monster mehr rein in der Nacht. Also das ist ja. Das Dach ist jetzt nicht ganz so wichtig, das ist ja dann der Baum. Shit, ich werde sterben. Aber es ist ja ein Anfang. Es ist ein Anfang, ne? Das habe ich mir auch so vorgestellt, dass das Dach auf selber Höhe ist mit den Blättern, damit es schön aussieht.
wie als würde der Baum aus unserem Dach sozusagen herausragen. Stelle ich mir eigentlich auch nicht schlecht vor. Nur, ich habe einfach Schnelligkeit und Sprungkraft bekommen. Von was? Weiß ich nicht. Einfach so? Ja. Ach so, okay. Nicht schlecht. Nein, oh Gott! Ich bin so. Ja, was ist das denn für eine Scheiße? Du bist in so einer Dimension, ne? Weil du auf so eine Ameise gedrückt hast. Ja! Und die verblödete Ameise war einfach auf dem Ofen. Wie gemein ist das denn? Und gerade noch in die braune, da leckt das wie die Sau. Ach, Scheiße, ey. Jetzt wollen wir. Oh Mann, das nervt. Jetzt kann ich ewig lang rumsuchen nach so einer scheiß braunen Ameise. Weil die sind immer diese. Die sind überall diese fetten Riesenbäume. Ich drück da auch mal drauf. Rehe ist ja chillig. Der Baum sieht auch schick aus. Hauptsache, ich habe keine Axt, aber ich habe Boots. Yeah. Ah, die sind so chillig. Ah, geil, hier gibt's, da gibt es bestimmt wieder irgendwas Lustiges. Mal, oh Mann. Wenn wir schon einmal da sind. Ja, ne? Echt richtig krank. Ja, das leckt wirklich, ja. Ich habe auf ganz Short, also weißt schon ganz unten, Tiny. Dann geht's. Auch. Und ich nehme ja sogar auf, also. Geht's einigermaßen. Außer, dass ein paar Ruckler zwischendurch da sind. Okay, da. Nein, nee, habe ich jetzt keinen Bock auf den. Aber ich doch, ich kann den Berg hoch. Und dann von da. Oh Gott, das leckt. Ja, ne, ich suche lieber. Warst du an diesem riesen Birkenbaum? Ah, da bist du. Ja, da bin ich. Wo immer auch du bist. Nee, ich will aber wieder zurück. Ich suche jetzt eine Ameise, weil das ist mir jetzt zu doof, da den Baum hoch zu klettern. Ihr könnt ja auch mal, hier ist eine. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was wir demnächst machen sollten. Einer hat gesagt, wir sollen auf so Dungeon-Tour gehen. Das können wir auch gerne machen, aber in der Normal, man findet nicht so viele jetzt hier in der Gegend. Wir können natürlich selber welche machen, aber dazu findet. Dieser Baum war ja ein Dungeon, ne? Welcher Baum? Dieser Riesenbaum. Sozusagen, ja, nur, ja. Aber jetzt nicht so Besonderes. Obwohl das in dieser komplett roten Ameisenwelt, wo ich mit Bröse war, da war es eigentlich nicht schlecht. Da gab es schon zum Beispiel, als wir in der QB-Welt waren. Das war geil. Und was heißt Welt in diesem QB-Dungeon? Heute wollte ich mir auch gerade Sand nehmen. Glas. Was ist das noch? Slippers. Slippers! Ich kann mal hochwerfen. Supergeil. Ja, uns gehen langsam wirklich fast die Ideen aus, ne? Da müsst ihr wirklich mithelfen, Leute. Damit wir irgendwas Spektakuläres machen können. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Ne? Mal ein bisschen was in die Kommentare schreiben. Aber wir gehen gerne auf eure Dinge mit ein, ne? Und machen das gerne. Gerne was Gutes draus. So, mal gucken. Ich habe jetzt die Ultimate-Rüstung und ich meine, mit der kriegt man wirklich kaum Schaden. Also die ist wirklich heftig. Solange es jetzt nicht irgendwie... Achso, ich brauche ja gar nicht mehr auf Tiny machen. Das ist nämlich echt geil. Da bringt dich fast nicht zu Tode. Das heißt, du findest jetzt irgendwie den König oder wirklich richtig krasse Dinger. Boah, was ist das denn? Das ist ja... Achso, das ist einfach nur ganz normaler... Nastysaurus. Ja, der macht halt auch null Schaden. Und was droppt man? Nur Scheiße und alles in die Lava. Perfekt. Supergeil. Oh Mann, hier ist wieder so ein Wasserdrink. Ja, die sind verdammt nervig. Hier gibt's aber auch nichts Gescheites, du Mensch. Dungeons sind hier schon selten. Einigermaßen. Das ist schon blöd. Schon nicht so gut. Ah, nee, jetzt keine Lust auf das Ding, das droppt eh nur Kacke. Ah, hier ist wieder einer. Oh ja, das gefällt mir. Hallo! Ah, wieder so eine QB-Welt. Ja, nicht schlecht, das finde ich schön. Schönen guten Tag, meine QBs. Die Dinger sind so heftig, Mann. Nicht. Habe ich jetzt dieses Lava-Schutz? Ne, habe ich nicht. Ich trenne. Wirklich. Da muss man einfach... Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt. Man muss einfach nur... Bei so Dungeon muss man es eigentlich immer möglichst schnell schaffen.
einfach die Ding des Spawner abzubauen. Ja, aber ja, dann kommt ja nichts mehr. Ja, eben. Und dann halt nur noch um die restlichen sich kümmern. Ich darf nur nicht in die Lava. Perfekt, okay. QB ist schon mal weg. Alter! Die haben aber auch viel Leben. Und das Feuer tut ihnen dann nicht weh. Perfekt. Gut. Jetzt noch die restlichen. Okay, da ist ein bisschen verbuggt. Und jetzt noch die Blazes. Und dann ist alles super. Gerät. What? Alter. Wir können ja auch mal. Ah, das können wir ja auch mal machen. In die Hölle gehen, Mensch. Da haben wir ja gar nicht gedacht. Einfach mal in die Hölle. Oh, hier sind. Habt ihr schon Obsidian? Ich glaube nicht viel, aber hier ist gerade viel zum Abbauen. Verdammt, wie komme ich denn da hoch? Achso, wir sind Reds. Ah, genau, hier kriegen wir die Redstone-Blöcke her. Okay, die sind verdammt nervig. Die sind verdammt nervig. Die Blazes. Ich one-hitte die zwar, aber da oben sind so viele Spawner. Scheiße. Na gut, aber wir sind auch schon wieder mit der Zeit drüber. Das war's schon wieder mit diesem Part. Im nächsten Part machen wir das hier weiter hier unten. Und dann gehen wir, glaube ich, wirklich in die Hölle. Ist eigentlich eine recht gute Idee. Mal gucken, was da so abgeht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.